So, hey Leute, was geht ab? Hier ist Cynex mit einem weiteren Overwatch-Gameplay. Und anscheinend tun wir das jetzt täglich. Aha, von 0 Videos pro Jahr oder ein Video pro Jahr zu ein Video pro Tag. Ihr seht ein Genji-Gameplay, ein manchmal glaube ich noch recht konfuses Gameplay, wie das hier aussieht. Aber Genji ist ja generell ein sehr konfuser Mensch. Also zumindest ein konfuser Hero zu spielen, genauso wie Tracer. Wobei im Gegensatz zu Tracer, die ich ungefähr, glaube ich, in ganz Overwatch mit 70 Stunden Spielzeit eine halbe Stunde gespielt habe, habe ich Genji am allermeisten gespielt. Mit 14 Stunden oder so, glaube ich. Und ja, das ist auch mein Lieblingshero, der mir am allermeisten Spaß macht. Kann ich gar nicht sagen, warum. Ich glaube, das ist auch mit der schwierigste Hero, so vom Timing her, von den Abilities her. Kann mega schnell verrecken und kann mega schnell einstecken und hat halt auch nur 200 Leben, also ist relativ squishy. Kann aber unglaublich viel Damage verursachen. Also erstmal, wenn man Bastion reflected, killt sich Bastion halt innerhalb von Sekunden selber. Der Hanzo hat es gerade auch selber gekillt. Und wenn man es aber verkackt, wie hier ich gerade mit der Mercy oder so, ist halt auch echt scheiße. Dann läuft man hinter den Leuten her und kriegt es nicht hin und versucht so ein bisschen Ninja-mäßig da rumzumachen und das ist irgendwie alles kacke. Was ich richtig geil finde an Genji ist aber eigentlich, dass er halt überall rumspringen kann, Doppelsprünge machen kann, an Wänden laufen kann. Man ist halt irgendwie der beweglichste Hero so neben Pharah und das macht mir irgendwie mega viel Spaß. Und ja, das war ist hier ein ganz geiles Gameplay. Attacker Mode auf Route 66. Und das wollte ich euch einfach mal zeigen. Wie gesagt, jeden Tag neuer Hero. Heute Genji. Ich glaube, morgen auch Hanzo. Also die beiden, keine Ahnung, wie sie heißen, die beiden Brüder auf jeden Fall, die ja von derselben Familie stammen, direkt hintereinander. Und bam! Play of the Game. 10 Player Killstreak. Und jetzt hier noch Choban kaputt machen. Shutdown. Oh, 20 Leben. Ja gut, das ging gerade noch mal so gut, aber jetzt bin ich on fire. Nice, also, ja, herzlich willkommen zu diesem neuen Commentary. Mir wurde gesagt, ich kann nicht mehr kommentieren, ich habe das Kommentieren verlernt. Würde ich definitiv zustimmen, ich habe nämlich gar keine Ahnung mehr, wie das geht. Wobei ich gemerkt habe, ich habe gestern ein bisschen langsam geredet, ein bisschen eingedings geredet. Sprechen kann ich meiner Meinung nach noch. Wie gesagt, auf Dr. Watson mache ich einmal die Woche ein Video und da rede ich halt auch. Aber das ist halt komplett geskriptet. Ich schreibe die Skripte selber, also ich lasse mir jetzt nichts in den Mund legen oder so. Aber wenn man so wissenschaftliche Sachen macht und irgendwas erklärt, was halt wirklich wichtig ist und wo Fakten stimmen müssen, dann muss man sich das vorher einfach hinschreiben. Dann darf man das sich irgendwie sich in der Sekunde ausdenken und das frei vortragen. Oder geht schon, finde ich aber sehr schwierig, ehrlich gesagt. Und da ist dann halt alles geskriptet. Da habe ich einen Teleprompter, von dem ich ablese. Von daher, das ist irgendwie was anderes. So ein freies Kommentieren, ein bisschen was erzählen. Das war auch gestern die erste Aufnahme. Das ist jetzt gerade die erste Aufnahme. Ich weiß nicht, was ich sage. Ich habe mir nichts vorbereitet. Und ich weiß auch gar nicht, wie lange das Gameplay geht. Das ist einfach eine andere Art und Weise, ins Gespräch zu gehen. Deswegen auf jeden Fall, das habe ich verlernt. Da weiß ich gar nicht mehr, was so abgeht. Zwischendurch habe ich ja irgendwie immer noch so ein bisschen oft bei Anti was gemacht. Would You Rather war irgendwie eine Zeit lang noch relativ aktiv, was das angeht. Oder ist das relativ aktiv? Aber Anti war ja ein Jahr lang in Peru, ist jetzt seit ein paar Monaten wieder da. Wir versuchen jetzt unbedingt mal Would You Rather wieder zu machen. Und generell mit Anti habe ich noch sehr viel Kontakt. Ich habe mit Porn4Gamers Kontakt, weil das gefragt wurde. Generell mit so wie das mit der Kommentatoren-Szene noch ist und so. Man liest halt die Leute immer noch mal auf Twitter, ne? So mit Tomahawk Payne und so, Mike's Gamer-Ecke. Kennen die alle noch und macht alles noch super viel Spaß, mit denen immer so zu quatschen, aber man kann jetzt auch nicht behaupten, dass da irgendwie noch täglicher Kontakt ist. Da ist einfach im Alltag dann viel anderes unterwegs. Und da passieren dann einfach zu viele andere Dinge, wo man sich drum kümmern muss. Und hier war es mega glücklich, dass ich das Healthpack bekommen habe, sonst wäre ich hier gegen Storm gegen Saria. Ich versuche immer diesen blöden Strahl zu reflekten, auch wenn ich gegen Mei spiele und die hat diesen Eis-Ding. Ich versuche das immer zu reflekten, das ist so ein Genji-Ding. Ja. Bin ich übrigens der Einzige, der findet, dass ich teilweise mit einer Genji, mit der Genji-Ult häufiger sterbe, als wenn ich einfach zurückbleiben würde. Also Genji-Ult ist halt das Problem, dass man nur noch mit dem Schwert arbeiten kann. Das heißt, man muss in die Leute reingehen. Man versucht dann auch meistens, Gegnergruppen zu attackieren, um mit dem Schwert-Strike da mehrere Sachen gleichzeitig zu erwischen. Und als Resultat des Ganzen spiele ich eigentlich die ganze Zeit meistens ziemlich cool, habe dann einen Killstreak von was weiß ich. Und sobald ich mit der Ult versuche, mal reinzugehen, um mal 2 Kills oder 3 Kills auf einmal zu machen, hören die natürlich auch, dass ich jetzt gerade Ult zünde. Jeder fokussiert das Feuer auf mich und ich verreck instant. Irgendwie finde ich die Ult, manchmal lasse ich das einfach mit der Ult, weil ich weiß, das Gegnerteam ist so von der Kompe her, dass das einfach sich gar nicht lohnt, da reinzugehen. Aber egal. Ja, ich wurde gefragt, was mit Lennart ist. Also mein alter Kommentatorenkollege, mit dem ich angefangen habe, boah, ist das lange, ich glaube 2011, haben wir angefangen als The Vollidioten. Ganz ursprünglich haben wir ja eigentlich noch World of Warcraft, so ein Arena-Montages gemacht.
waren auch nur zwei Stück oder so. Da hießen wir schon The Vollidioten, dann haben wir angefangen Call of Duty Commentaries zu machen, vielleicht für ein Jahr oder ein Dreivierteljahr oder so. Guck mal hier, gezündet, einen Kill gemacht und direkt gestorben. Genau das meine ich halt, das ist... wenn ich jetzt einfach zurückgeblieben wäre und aus der Entfernung immer mal wieder einen genatzt hätte, so als Ninja, wie das sich auch gehört, dann hätte ich irgendwie mehr Kills gemacht und wäre dreimal effektiver gewesen für mein Team. Jetzt bin ich verreckt, meine Ult ist weg und irgendwie war alles... Keine Ahnung. Ich finde es sehr schwierig, mit Genji Ult umzugehen. Ich mag den Hero eigentlich, finde, er hat eine sehr schlechte Ult. Oder vielleicht kann ich es auch einfach noch nicht so gut. Naja. Also Leonard gibt's noch und der hatte ja, wie gesagt, nach einem Dreivierteljahr oder so hat er dann aufgehört. Danach habe ich mich ja als Cynex umbenannt und meine Videos dann quasi, die alten Videos weggemacht und halt als Cynex weitergemacht. Und das sind die Videos, die ihr noch alle kennt und alle noch seht. Das allererste Video könnt ihr euch ja mal angucken von meinem Cynex-Kanal. Doch, das war lustig. Ja, dem geht's gut. Der, was macht er eigentlich? Keine Ahnung. Der war, eine Zeit lang hat er ein FSJ gemacht. Ein bisschen Kontakt zu dem habe ich noch, aber jetzt auch nicht so unglaublich viel. Wieso laufe ich da in die Trap rein? Keine Ahnung. Also dem geht's gut, immer mal wieder so ein bisschen am Quatschen, aber ich bin jetzt, ich musste ja jetzt nach Köln ziehen, habe ich ja auch, glaube ich, im Video von einem Jahr mal erwähnt. Ich musste nach Köln ziehen als gebürtiger Düsseldorfer, was ja mal so gar nicht geht. Hier, zack, Bastion, instant down. Von daher ist es ein bisschen schwierig, einfach zu den alten Leuten Kontakt zu halten, zu den Leuten, wo man ursprünglich, wo man halt Abi mitgemacht hat, die man halt eigentlich echt sehr gerne hatte, ist halt einfach schwierig. Auch wenn es nur eine halbe Stunde entfernt ist oder so, man sieht sich dann eben doch nicht mehr jeden Abend zum... zusammen trinken in der Altstadt oder so. Man muss halt einfach dann aktiv dranbleiben und die Freunde, die einem wirklich wichtig sind, die bleiben natürlich auch und die sieht man dann immer noch zu Geburtstagen. Alles andere ist schwierig. Ja, muss sagen, das Gameplay hier läuft gerade eigentlich ziemlich nice. 5er Killstreak habe ich jetzt gerade hier wieder reingeholt. Und das Problem hier ist eigentlich nur, dass ich jetzt hier wieder gerade irgendwie nicht so weiß, auf wen ich gehen soll. Also hier, Fairy habe ich gerade versucht zu attackieren, dann fliegt sie wieder weg. Dann Lucio ist gerade auch nicht, krieg ich irgendwie nicht hin, dann versuche ich hier doch wieder zu finden. Ich glaube, ich habe gerade die Ult gehört von Junkrat. Und irgendwie, die Scheiße ist mit dem Rechtsstick, kriegt man echt nicht viel. Genau, Genji ist halt wirklich ein Bastion-Counter, wie man gerade gesehen hat. Und ansonsten ist der Hero halt echt einfach nur gut, um Squishy-Heroes, wie zum Beispiel Mercy, mal kurz wegzuballern. Alles andere... ist schwierig. Also der hat auf jeden Fall seine Counter und ist halt, das Problem ist halt, dass er so schnell vom Fenster weg ist und wenn er gerade seinen Reflect gezündet hat, dann hat er auch irgendwie keine Möglichkeit, irgendwie schnell abzuhauen oder irgendwie großartig sich zu verteidigen. Und deswegen, Genji ist auf jeden Fall ein sehr schwieriger Hero, mir macht er unglaublich viel Spaß. Wenn man den richtig spielen kann, dann ist der unglaublich geil, siehe Seagull, so mein Vorbild, amerikanischer YouTuber, der Genji unglaublich gut spielen kann. Und ja, wie man sehen kann, Play of the Game macht einfach Bock, ne? Ist geil. Aber ich verreckt dann halt auch oft. Und genauso wie die guten Spiele gibt es auch fast genauso oft Spiele, die irgendwie ja, wo man einfach merkt, man spielt gerade gegen die falsche Comp und man wird einfach nur zerfickt und dann muss man halt intelligent auf einen anderen Hero wechseln. Das ist irgendwie der ganze Sinn von Overwatch. Ja, Jungs, mich hat's gefreut, dass ihr euch alle gefreut habt, dass ich wieder da bin. Ich freue mich, dass ihr mich freut und ich mich freuen tun werde. Und ansonsten sage ich viel Glück fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Cynex. Oh Mann, es wird nicht besser.